Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind in Schloss Hyrule, sind jetzt in den letzten Abschnitt vorgedrungen und unser Ziel ist heute auf jeden Fall die Schatzkammer zu erreichen. Genau, wo es vielleicht nochmal so ungefähr 20 Schätze zu holen gibt. Vielleicht Pi mal Daumen ein bisschen weniger. Genau, das ist heute unser Ziel. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich kann mich hier ranziehen, ne? Wahrscheinlich könnte man da auch einfach lang springen, aber... Ist das sicherer? Ich komme da gar nicht lang. Perfekt, so. Aber hier kann ich mich lang ziehen, ne? Geht das? Geht das nicht? Nirgendwo? Schaffe ich das, diesen Jump? Ich ziehe mich lieber da oben dran. So, jetzt haben wir Gegner, ne? Kommt her, meine Freunde. Ihr habt doch nichts drauf. Hallo? Hallo? Ihr kommt doch her. Jetzt seid doch nicht so. Und der andere checkt gar nichts. So, okay. Das waren die zwei Riesenwirbelattacke einfach viel zu imper. Okay, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall. Kann sein, dass wir davor auch hätten einfach springen können. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall mit dem Greifhaken ran. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal mit dem Kreisel ran. So, das war das. Dann haben wir hier wieder ein paar Gegner. Da mache ich jetzt ein bisschen... So. Und dann gehen wir hier mal mit dem Kreisel ins Gefecht. Genau. So. Und dann... Jo, haben wir hier noch ein paar Ritter. Ist nur einer. Hä, ist nur einer? Echt? Ich hätte irgendwie mehr in Erinnerung. Ist zwar ein goldener, aber trotzdem ist ja nur einer. Macht es nicht schwieriger oder so? Vielleicht ist der ein bisschen stärker oder hält mehr aus? Aber es macht es jetzt nicht schwieriger. So. Vielleicht ist er auch schneller, I don't know. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es bei den Rittern irgendwelche Unterschiede gibt, außer in der Farbe. Ob die da irgendwie stärker sind oder mehr aushalten, aber eigentlich aushaltenmäßig auch nicht wirklich. Schaden ergibt ja dann auch nicht wirklich Sinn, oder? Machen die mehr Schaden? Okay. Aushalten tun sie auf jeden Fall nicht mehr. Ja gut, der hat jetzt einen Treffer mehr ausgehalten, weil ich die Kombo versaut habe. So, aber jetzt ist er auch tot. Jo, das war's. Jetzt geht's in die Schatzkammer, Leute. Und dann werden wir erst nochmal rausgehen und Insekten abgeben und sowas. Kriegen wir hier noch ein Herzchen. Perfekt. So, Bosskey haben wir ja auch. Das geht auch klar. Aber jetzt geht's erstmal in die Schatzkammer. Okay. Also, Leute, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5 Bigge Truhen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleine Truhen. Okay, es sind 13. 13 Schätze, die wir jetzt hier drin haben. Das ist echt übertrieben, die krank. Ganz ehrlich, diese Schatzkammer, die wünscht man sich doch einfach, oder? Wir fangen bei den Kleinen an, würde ich sagen. Let's go. Okay. Etwas, was wir nicht brauchen. Schade. Ein kalter Wind. Wow. Waren schon zwei Griffe ins Klo? Wasserbomben. Drei Griffe ins Klo. Mann! Komm schon! Alter, was? Ja. Die ersten fünf Schatzkisten für den Arsch. Mann! Das gibt's doch nicht. Warum? Wo sollen denn die ganzen Sachen noch sein? Okay, die letzte Schnecke. Das ist doch schon mal was wert. Das heißt, wir haben jetzt nochmal drei Sachen, die wir abgeben können. Der Kürbis, okay. Den habe ich jetzt... Ne, den habe ich ja schon. Ja, den habe ich schon ausgefüllt. Alles klar. Man kriegt ja nichts anderes, oder? Kriegt man was anderes, wenn man den Kürbis noch abgibt und so? Wenn man die Suppe fertigstellt? Oder ist die schon fertiggestellt? Kriegt man da noch Items? Ein Herzteil, ja.
Brauchen wir noch zwei? Perfekt. Geisterseele Nummer 57. Fehlen noch drei. Kann ich wieder gar nicht gebrauchen. Ist auch so eine Sache, ne? Diese Bomben, diese Krabbelkäfer, diese Bombenkäfer. Benutzt ihr die? Also ich habe die selten benutzt. Ich meine, die laufen ja irgendwie auf die Gegner zu, aber... Ja, die braucht man nicht wirklich, oder? Ja, so ein Useless-Item. Ah, natürlich kriegen wir dann nochmal 5 Stück. Also, Fazit. Wir haben einen Insekt bekommen, eine Geisterseele und ein Herzteil. Es war jetzt nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, damit sind wir nämlich durch mit den Schätzen. Das heißt, uns fehlt noch ein bisschen was, Leute. Wir müssen nochmal raus. Wir müssen hier nochmal ein bisschen Progress machen. Ansonsten stehen wir jetzt nämlich im Finale und sind nicht completed. Ich habe ja gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht so krass 100% machen, aber Herzteile stören mich schon. Insektenhammer und die Geisterseelen an sich hätte ich auch gerne auf 100%, aber es kann halt echt sein, dass wir einfach nochmal wirklich irgendwo hingehen müssen und die letzten Geisterseelen farmen müssen. Dementsprechend werde ich da wahrscheinlich ja, nochmal rausgehen auf jeden Fall. Kann ich mich porten? Nee. Gibt es hier draußen noch irgendwas? Nee, gell? Wir haben jetzt wirklich... Warte mal, Karte. Wir gehen jetzt hier raus und dann geht's hoch in den Bosskampf. Genau. Mehr ist es nicht mehr. Nö. Okay, dann lohnt es sich auch nicht, hier irgendwas noch zu machen. Dann geht's jetzt zurück. Oder komme ich von da draußen zurück? Weil es geht ja raus. Vielleicht kann ich mich von draußen porten. Ich probiere mal kurz. Wir machen mal die Bosstür auf. Ansonsten muss ich halt woanders zurückfinden. Schade, ich habe echt gehofft, dass wir ein bisschen mehr da drin bekommen in der Schatzkammer. Aber wir haben eigentlich nur 3 Dinge bekommen, die wir brauchen. So, und hier geht es nämlich nach oben zum Bosskampf, zum Finale, ne? Und ich kann Midna gar nicht beschwören hier. Was? Ich komme auch nicht zurück. Warum komme ich nicht zurück? Was ist denn das für ein Käse? Ich darf ja gar nichts machen. Okay, ich hätte hier nicht reingehen dürfen, glaube ich. Nee, Leute, dann ich werde nochmal kurz laden und wir sehen uns dann gleich draußen wieder vorm Schloss Hyrule. Bis gleich. Okay, Leute, da stehen wir erstmal wieder vor Schloss Hyrule. Ich habe mal geladen, bin den ganzen Weg zurückgelatscht und wir gehen jetzt erstmal zu Akneda und geben mal unsere 3 Insekten, die wir jetzt noch über haben, ab und hoffen, dass wir da erstmal noch ein bisschen Progress machen, ne? Vielleicht Herzteile, Falkenmaske, Geisterseelen. Das sind so die Dinge, die ich hoffe. Und ja, ich werde mich da wahrscheinlich auf den Weg machen und werde die letzten Geisterseelen zusammensuchen. Auch wenn es echt schwierig ist, weil... Laut meinem Tracker fehlen uns 5 Geisterseelen. Hier fehlen uns noch 3. Und uns fehlt die Falkenmaske und 2 Herzteile. Das sind 3, 5, 6 Items, die uns jetzt eigentlich noch fehlen. Bevor ich gerne das ganze Ding hier abschließen würde. Also das würde ich gerne noch irgendwie hinbekommen. Das wäre toll. Könnte kompliziert werden. Müssen wir mal sehen. Bin gespannt. Erstmal gehen wir die Insekten ab und hoffen mal das Beste. Ah, Herzteile und Geisterseelen wäre schon das Mindeste, was ich noch komplettieren möchte. Falkenmaske eigentlich auch. Nervt ein bisschen. Schade eigentlich. So. Jo, hilf mir mal. So, ich habe jetzt hier den Schmetterling für dich. Gibt es nochmal eine extra Belohnung für alle Insekten? Das kann sein, ne? Okay, wir kriegen erstmal nur Geld. Das ist schlecht. So, der Herkuleskäfer. Wieder nur Geld? Noch 2 Insekten? Wieso noch 2? Hä? Ach hier. Oh, ich habe... Hä? Ich habe ganz viele nicht abgegeben. Ich habe sogar 4 nicht abgegeben. 30 Bomben.
Mann, das Zeug braucht man ja gar nicht, was die mir gibt. Hey, wo soll ich denn die ganzen Schätze noch herbekommen? Ich habe bestimmt irgendwo eine Höhle verpasst, kann das sein? Und, gibt's noch was? Es gibt nichts für alle? Ja, lach nicht so doof. Das hat mir gar nichts gebracht. Oh Gott, Leute, wir müssen ja noch so viel finden. Hä? Wo soll ich denn das ganze Zeug noch finden? Gott, jetzt bin ich ja komplett hinüber. Alter Falter, okay, ich glaube, ich werde an der Stelle jetzt einfach mal schneiden und mir ein paar Ideen ausdenken, wo es hier noch was geben soll. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Verdammt. So Leute, also ich habe jetzt mal in den Spoilerlog reingeguckt und ich werde jetzt mal die ganzen Locations über den Spoilerlog raussuchen. Es wird zwar ein bisschen Mühe kosten, aber ich denke, das werden wir so machen. So, ich denke mal, das erste soll hier sein. Ich dachte, wir waren hier eigentlich schon, aber ich glaube, man braucht hier die Lampe, um den Reis zu bekommen, ja. Und scheinbar hatten wir zu dem Zeitpunkt die Lampe noch nicht. Deswegen konnten wir da nicht so viel machen. Aber ich denke, in der Höhle an sich waren wir schon mal. Okay, mehr ist hier erstmal nicht. So. Genau, wir bauen die Lampe, müssen hier einmal alles anzünden und laut Spoilerlog müsste es dann hier auf jeden Fall die Falkenmaske geben. Warte, wo ist noch eine Lampe? Da. Eine Fackel, meine ich. Ja. Hatte ich vergessen, wir waren da sicherlich schon mal drinne und hatten aber zu dem Zeitpunkt einfach die Lampe noch nicht. Das war sicherlich das der Grund, warum ich das im Endeffekt vergessen hatte. Und da haben wir das Falkenauge, perfekt. So, dann muss ich hier nochmal kurz den aufmachen, zack. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich bei der nächsten Location wieder. Denn es fehlen immer noch 2 Herzteile und 5 Geisterseelen oder so. Ich bin gespannt. Bis gleich. Hey Leute, und da sind wir beim nächsten, ja, Schatz, Secret, whatever. Ja, das habe ich hier auf der Ebene von Hyrule vergessen, wenn man aus dem Wald von Firone theoretisch kommt. Denn hier drüben gibt es noch eine Stelle zum Graben, ich weiß nicht, die habe ich auch schon bei meinem letzten Randomizer, glaube ich, komplett ausgelassen. Ich finde aber, die ist auch gut versteckt. So, hier gibt es nämlich noch ein paar schöne Sachen zu holen, die wir gleich mal abholen. So. Ah ja. By the way, auch so ein glitzernder Leim wäre hier auch noch vorhanden. Hole ich jetzt aber nicht. Der Randomizer neigt sich dem Ende zu. Wir haben einen glitzernden Schleim. Wir haben auch Feentau. Also theoretisch brauchen wir das nicht. So. Dafür gibt es jetzt erstmal nur Geld. Aber hier haben wir überall kleine Schatzkisten. Wo erstmal ein Herzteil drin ist. Zack. Und ich glaube, drüben war auch noch irgendwo einer. War nicht irgendwo noch eine Schatzkiste? Hier. Genau, und da haben wir noch eine Geisterseele Nummer 58. Wir neigen uns da langsam dem Ende zu und finden die letzten Schätze. Mehr gibt es hier, glaube ich, jetzt nicht zu holen. Richtig? Doch, hier ist auch noch eine kleine Schatzkiste. Let's go. Und ein paar Wasserbomben. Yay. Okay. Übrigens, ich habe die Geisterseelen wahrscheinlich alle schon kontrolliert offscreen. Und ich kam einfach nicht darauf, dass ich irgendwo noch eine Geisterseele gefunden habe, die irgendwo frei rumschwebt. Ich schreibe mir gerne in die Kommentare, aber ich glaube, ich habe sie alle gefunden, weil ich war wirklich sehr akribisch und habe alle nochmal nachgeschaut. Ich habe keine Geisterseele gefunden, die irgendwo war. Außerdem habe ich das hier kontrolliert. Das Tor ist offen. Hyrule Schloss haben wir theoretisch auch fertig. Da fehlt noch der Bossfight. Einfach nur, damit es komplett aussieht, mache ich das schon mal an. Und das Falkenauge. Das Falkenauge ist natürlich auch. Das habe ich vergessen zu speichern. So. Dann geht es jetzt weiter. Und weiter geht es. So, wir sind wieder auf der Ebene von Hyrule. Dann hier oben. Das heißt auch einfach Ebene von Hyrule, oder? Ranelle, ja, Ranelle. Und zwar haben wir hier oben auch nochmal so ein Büschel.
Den habe ich irgendwie komplett auch außer Acht gelassen. Ja, es gibt da irgendwie eine ganz tolle Seite, da kannst du die ganzen Höhlen anzeigen lassen. Ich bin halt, wie gesagt, gerade so ein bisschen im Spoiler-Modus, ne, im Spoiler-Log unterwegs. Ja, und hier waren wir halt auch noch nicht drin. So. Und da wird man gleich mal mit dem Vollzug beginnen, würde ich sagen. So, zack, zack. Und weiter geht der Lachs. Ich glaube, es gibt eine Schatzkiste fürs Töten von allen Spinnen, oder? Ah, mit dem Morgenstern einfach keine Gegner, ey. So, und dann hummern wir uns aber auch nochmal die Fackel raus. Ne, da passiert sogar gar nichts. Geld kommt runter, okay. Mal hier noch irgendwas? Nee. So, Fackeln zünden wir an. Da oben ist die letzte. Und da erscheint eine weitere Schatzkiste. Mit, ich glaube, es müsste eine Geisterseele sein. Jo, aua. Perfekt. Nummer 59, Leute. Wir nähern uns da dem Ende. Ich freue mich. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Schatz. Bis gleich. So, Leute, da sind wir mal kurz auf dem Friedhof von Kakariko. Der nächste Schatz ist jetzt nicht unbedingt wichtig. War mir aber trotzdem wichtig, dass wir den zumindest nochmal uns holen. Einfach damit überall alles vervollständigt ist. Und zwar haben wir ja die Notiz von Ashley, wie der Wilde aussieht, und die müssen wir mal Prinz Rales geben. So. Und dafür bekommen wir normalerweise den Ohrring von ihm. Hier in dem Fall bekommen wir den letzten kleinen Schlüssel für den Waldtempel. Und damit ist das nämlich auch vollständig. Mir persönlich wichtig gewesen. Dim, 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 dim. Und halt noch ein bisschen schöne Musik. Wunderbar. Okay, Leute, und dann geht's auch schon zum nächsten Schatz. Bis gleich. So, und dann geht's auch schon zur letzten, zum letzten Secret. Leider ist es das letzte Secret. Oder der letzte Schatz, die letzte Höhle, die wir ausgelassen haben. Und zwar habe ich hier auf der Ebene tatsächlich was vergessen. Hier gibt es ja auch zwei Höhlen oder zwei Grotten, in die man sich reinbuddeln kann. Und in einer der zwei Grotten gibt es Fackeln, die man anzünden muss. Und ja, das war so ein bisschen mein Nemesis auch, weil ich scheine auch in vielen Höhlen gewesen zu sein und musste wieder rausgehen, weil wir zu dem Zeitpunkt einfach die Fackel noch nicht hatten. Und ihr kennt ja hier diese braunen Flächen, sagte er und fand sie nicht. Ach, boah, Alter. Das kam unerwartet. Holy moly. Warte mal, wo ist denn diese? Wo ist sie denn? Hier ist sie. So, genau. Davon gibt es hier zwei Stück auf der Ebene. Ich finde, die sind mega schwer zu finden. Also, okay. Und hier jetzt natürlich auch einmal die richtig geilen Gegner hier. Ich glaube, normalerweise bringt es gar nichts, die zu töten. Wir müssen hier tatsächlich die Fackeln anzünden. Das ist eigentlich das Hauptziel. Aber hey, ich mach doch keine halben Sachen hier. Ey, ey, ey. So. Da haben wir noch ein paar Schleime. Oder ein Schleim. Und damit sind wir damit auch schon fertig. So, Fackeln anzünden. Zwei Stück an der Zahl. Ich war hier auf jeden Fall schon mal drinne. Sieht man ja an den kleinen geöffneten Kisten. Aber diese große Kiste haben wir noch nicht gefunden. So. Damit öffnen wir das. Und finden die letzte Geisterseele Nummer 60. Damit sind wir completed, Leute. Ja, haben damit 60 Geisterseelen. Und jetzt kommt eigentlich das Traurigste an der Sache, liebe Leute. Ich weiß nämlich nicht, wo das letzte Herzteil ist.
Ich habe ungelogen 2 bis 3 Stunden locker den Spoiler-Lock durchsucht und eigentlich sind es nicht so viele Herzteile, es sind ja nur 45 Herzteile und ich habe das scheiß Herzteil leider nicht gefunden. Das ist super traurig. Deswegen, es tut mir auch in der Seele weh, das Spiel jetzt so abschließen zu müssen. Dementsprechend, ja, sorry Leute. Ich konnte ihn aber wirklich einfach nicht finden und normalerweise bin ich da mittlerweile schon ziemlich geübt drin, mit dem Spoiler-Lock umzugehen. Hab mir da eigentlich auch so ziemlich jedes Herzteil nochmal angeguckt, aber ich konnte es einfach nicht finden. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwo ein Bug besteht, weil manche, ja, ich sag mal, manche Locations, wo es Herzteile gibt, da dachte ich mir so, hä? Das kann doch gar nicht sein und vielleicht ist da auch irgendwie ein Bug entstanden, weil ich mir eigentlich an manchen Stellen relativ sicher bin, dass ich die auch noch nicht hatte. Möglicherweise ist das ein Bug des Randomizers. Dementsprechend tut es mir auf jeden Fall leid. Wir hatten das schon mal beim Skyward Sword Randomizer und damals hat man den Haier-Schild nicht bekommen. Obwohl wir alle Tropfen des Mutes oder wie die Dinger, nee, weil man nicht Tropfen des Mutes, Tropfen der Güte, Juwelen der Güte gesammelt hatten und haben aber trotzdem ein Heilerschild nicht bekommen, weil irgendeine Funktion nicht erfüllt war. Und es könnte sein, dass es jetzt hier in dem Randomizer ähnlich ist. Leider ein bisschen traurig, Leute. Wir sehen uns jetzt erstmal gleich vor Ganons Schloss wieder, vom Eingang zu Ganon. Bis gleich. Okay, Leute, da stehe ich also mit maximalen Herzen und maximaler Ausrüstung. Ich habe, wie gesagt, das letzte Herz da nicht gefunden, habe dementsprechend jetzt einen Cheatcode aktiviert, einfach damit das nicht so traurig aussieht. Es tut mir wirklich in der Seele weh, dass wir das letzte Herz da nicht finden konnten, aber ich habe wirklich alles versucht und mir fehlt auch wirklich die Zeit, da jetzt noch weiter rumzuprobieren. Ich habe halt wirklich die Vermutung, dass da irgendwo ein kleiner Bug entstanden ist, womit ich mir das letzte Herzteil verspielt habe. Dementsprechend tut mir wirklich leid, aber so wird es jetzt ins Finale gehen. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ich muss mich auch damit zufrieden geben und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder zum spannenden Finale gegen Ganon. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.